Wir sehen uns heute mal das Programm Screenplay an, welches kostenlos unter Steam für Windows-Computer verfügbar ist, und damit kann man eben unter anderem solche Desktop-Effekte machen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das ist Screenplay und ich stelle jetzt hier direkt mal ein anderes Hintergrundbild ein, weil mich die Geräusche nerven. Das ist mein eigenes Hintergrundbild, vorhin erstellt, direkt auch im Steam Workshop hochgeladen, sage ich später nochmal was dazu. Also dieses Programm Screenplay, damit könnt ihr nichts anderes machen wie den Desktop-Hintergrund eures Computers ändern. Ziemlich einfach, gibt noch andere Programme in der Richtung, die kosten 1-2 Euro. Das hier aber nicht, das ist kostenlos und das wollte ich euch heute mal kurz zeigen. Ja, wir haben hier drei Vorlagen installiert. Die Bacon-Vorlage habt ihr schon gesehen. Das ist mein eigenes Bild, was ich wie gesagt hochgeladen habe. Hier nochmal was anderes, einfach zum Vergleich. Ja, und das Ganze funktioniert wie folgt. Ich erkläre euch in aller Kürze kurz das Programm hier. Screenplay Alpha in Version 0.15.0. Wir fangen mal ganz links an. Hier können wir nämlich eigene Hintergrundbilder erstellen. Außerdem finden wir hilfreiche Links zu Tools, die dabei helfen, ein Wallpaper, ein Hintergrundbild zu kreieren. Wir können ganz links eben diesen Home-Bildschirm aufrufen, das Tools Overview, und dann können wir direkt Videos importieren, aus denen wir Video Wallpaper machen wollen. Außerdem gibt es theoretisch auch Code Wallpaper, da kann man sich irgendwelche Widgets noch programmieren für den eigenen Desktop. Mal schauen, ob wir da gleich was finden in der Richtung. Code Wallpaper also und Code Widgets kann man auch noch erstellen. Ich habe das mal probiert, wie gesagt, mit einem GIF Wallpaper, welches ich erstellt habe. Ich zeige euch das gerne auch. Das sind heruntergeladene Wallpaper im Bereich installiert. Widgets haben wir keine. Videos, Scenes, All. Also wenn wir hier auf Erstellen klicken, dann werden wir aufgefordert, hier eine GIF-Datei reinzuziehen, eine Lizenz für die Datei auszuwählen, dem Ganzen einen Namen zu geben und wer das Ganze erstellt hat. Schlagwörter kann man auch noch hinzufügen und dann kann man das Ganze eben auch hochladen, hier im Bereich Workshop, Upload. Das gucken wir uns gleich noch an im Workshop, was man da alles machen kann. Hier werden verschiedene Hintergrundbilder aus dem Workshop mit eingebunden, die wir auch herunterladen können. Wir können das Ganze auch durchsuchen. Zum Beispiel suche ich jetzt mal nach Star. Und da haben wir gleich ein Star Trek Hintergrundbild, was wir uns runterladen können. Glaube ich zumindest, hoffe ich. Ah, das dauert einen Moment und jetzt haben wir hier ein neues Wallpaper. Das ist durchaus auch schön gemacht, finde ich. Wir können hier aber noch andere Wallpaper suchen oder auch Widgets. Die verfügbaren Sachen können wir uns nach verschiedenen Kriterien anzeigen lassen, aber was wir eben nicht machen können, ist gezielt nach Widgets suchen. Das ist ein bisschen schade. Schauen wir uns aber gleich noch direkt im Workshop an, würde ich vorschlagen. Scenes, Videos, Widgets habe ich euch gerade eben schon erklärt. Dann gibt es den Bereich Community.
Hier finden wir Neuigkeiten, ein Wiki, ein Forum, Fehlertracker, Beitragen und Steam Workshop. Und dann gibt es noch Einstellungen. Hier kann man festlegen, ob das Programm Screenplay mit dem Autostart gestartet werden soll oder nicht. Man kann einstellen, ob von Anfang an eingebauter Content angezeigt werden soll oder nicht. Wir können einstellen, ob anonyme Absturzberichte und Statistiken gesendet werden sollen oder nicht. Wir können einen Speicherort auswählen. Wir können die Sprache des Programms anpassen und außerdem zwischen verschiedenen Designs wählen. Dann gibt es noch Wallpaper und Widgets. Hier können wir festlegen, dass Wallpaper-Videos nicht gerendert werden, während andere Apps im Vordergrund sind. Das macht, denke ich, Sinn. Außerdem können wir festlegen, wie das Wallpaper angezeigt werden soll. Und dann gibt es hier noch verschiedene Links zu Social Media Accounts. So, und hier können wir jetzt das aktive Wallpaper steuern. Das heißt, wir können es hier laut und leise machen. Wir können es pausieren. Wir können alles schließen. Wir können es konfigurieren. Und viel mehr kann man hier gar nicht machen in dem Programm. Was wir uns jetzt aber noch ansehen können, das ist der Workshop. Der wird dann hier geöffnet. Speziell der Workshop zu Screenplay. Und hier können wir uns das Ganze komischerweise ebenfalls nicht anzeigen lassen. Hier gibt es nur 128 Szenen und 4 Videos. Mir kommt es auch so vor, als ob die alle vom gleichen Nutzer sind. Also das ist alles ein bisschen komisch. Vielleicht sind die hochgeladenen Items noch nicht geprüft vom Autor. Vielleicht prüft er das höchstpersönlich, ich habe keine Ahnung. Weil ich habe ja, wie gesagt, auch ein Wallpaper erstellt. Das kann ich anklicken. Kann auch die Beschreibung etc. alles aktualisieren. Was ich nicht kann, ist das Ganze auf sichtbar schalten. So, wenn ich hier drauf klicke, dann habe ich hier unten eine Option namens Sichtbarkeit ändern. Und diese Option habe ich bei diesem Inhalt eben nicht, komischerweise. Wie gesagt, vielleicht muss das erst noch freigeschalten werden, ich habe keine Ahnung. Momentan ist mein Wallpaper versteckt und nur für mich sichtbar. Wenn jemand weiß, woran das liegt oder wie man das reparieren kann, hinterlasst mir gerne mal einen entsprechenden Kommentar. Ja, und hier könnt ihr also, wie ihr gesehen habt, relativ einfach eure eigenen Wallpaper zum Leben erwecken. So wie ich. Oder ihr greift halt auf vorgefertigte Wallpaper zu. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Aber ihr findet das bestimmt raus. Damit bin ich dann auch durch. Ich wollte euch eigentlich nur kurz das Programm zeigen. Wallpaper festlegen. Und wollt euch nach eurer Meinung fragen, benutzt ihr sowas? Was habt ihr für einen Hintergrund? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Kleiner Fehler von dem Programm so, man kann auf bestimmte Buttons nicht zugreifen, wenn die Taskleiste dauerhaft eingeblendet ist. Da sollte man an der Skalierung auch noch ein bisschen was ändern. Ansonsten finde ich das, wie gesagt, ganz interessant. So kann man seinen Desktop ein bisschen aufhübschen. Hinterlasst mir gerne Abos und Likes, wenn euch das Video gefallen hat. Hinterlasst mir gerne konstruktive Kommentare allgemein zum Thema. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin und tschüss.